Das dritte der vier Premium, BMW Premium Races mit Kiwi Superstar. Meine Frage, auch bei ihm jetzt der letzte Start schon 6 Wochen her. Davor war er bestens in Schuss. Für mich da innerhalb Wolfe und Risch vielleicht gefährlich. Ansonsten sehe ich ihn hier eigentlich als Sieger, wenn die Form weiterhin so stark ist, was ich natürlich annehme. Ich denke schon, dass die Form gut ist. Wie du richtig gesagt hast, und da denke ich, hast du auch recht. Diese 6 Wochen sind zu lang, um eine Form so zu konservieren, dass sie auf 100 ist. Die Frage, ob 95% reichen oder 98%, ich weiß es nicht. Aber er ist frisch, er ist lustig, er ist gut, und eines kann ich für ihn behaupten, er gibt immer das, was er kann. Dritter der 4 BMW Premium Races, der Brilil mit No-Geld-Face und Sami MS. No-Geld-Face, guter Beginner, Nummer 1, wird man natürlich wieder versuchen, ein kleines Geld mitzunehmen. Vielleicht gelingt auch mal wieder eine Überraschung um ein Platzgeld. Ich sehe den Sami MS trotz der jetzt nicht so guten Platzierung da recht stark. Nummer 7 natürlich nicht optimal, aber du wirst auch was gedacht haben, wenn du einen Fahrer in Form nimmst mit dem Erich Kugels. Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil ich glaube, dass der Erich ganz gut auf Sammy raufpasst, weil er ist eher ein faules Pferd und auf 1600 Meter muss er schon vorwärts. Ja, Christoph, wie auch im ersten BMW Premium Race, beziehungsweise mit Rio de Alá eben als Gegner, auch diesmal wieder der Dominik Duda mit der Nummer 1, mit einem guten Beginner, der dich ein bisschen ärgern kann. No Geld Face diesmal, aber generell dein Vorhaben wird sein, auf 1600 Wolfert Risch an die Spitze, volle Kraft voraus. Ja, das stimmt. Auf 1600 gibt es eh nicht viel andere Möglichkeit. Und er hat die letzten zweimal nicht so gut angefangen im Wolfi mit der Nummer 2. Ich glaube, es sieht heute gar nicht so schlecht aus, aber ja, wir werden die Spitze suchen. Das dritte von 4 BMW Premium Races mit Wotan Kassette als erst getippt. Ich sehe das mal heute ein bisschen skeptischer, weil innerhalb relativ gute Beginner sind. Da muss man erst einmal eine Lage finden. Hat zwar jetzt auch in Italien, in Treviso, nicht mit der Führung gewonnen, aber ich schätze dieses Rennen doch ein wenig stärker als das in Italien. Ja, ihm rauslaufen lassen und eine Position suchen, und alles Weitere, glaube ich, wird sich dann irgendwie ergeben oder auch nicht. Ja. Wotan Kasey hat sich wieder in eine gute Form gelaufen. Dass er Klasse hat, hat er ja immer schon bewiesen, das Pferd. Und die kann er einsetzen. Er braucht jedoch mittlerweile ein bisschen ein verdecktes Rennen, wenn er nicht gerade die Führung bekommt. Rennverlauf muss schon einigermaßen passen, aber er ist zurzeit super drauf und muss unter den ersten dreien zu finden sein. Letztes Mal in Straubing ist er im Trabreiten das erste Mal gelaufen, unterm Sattel. Wir haben da drauf trainiert, hat uns super gefallen, hat einen totalen relaxten Eindruck gemacht, wo wir schon Freude gehabt haben, weil er so schön zum Reiten ist und weil er nicht heiß ist, weil er sonst neigt ab und zu, dass er ein bisschen an die Riemen geht. Und das war eher der Nachteil, er war eher zu ruhig, das mal oder was, und hat in die Geraden ein bisschen außen weggedrückt oder was, aber wir haben hinterher wieder gearbeitet, am Donnerstag jetzt ruhig und was, und macht einen fantastischen Eindruck. Das 9. Rennen, der Brilil, du steuerst Sami MS, eine Gastfuhr, und dazu gibt es eine Begründung, der ist ziemlich faul und die liegen dir, hat der Peter Schwarzl-Müller zumindest behauptet. Du siehst es, glaube ich, nicht so, oder? Ja, schauen wir, ob es wirklich so ist. Ne? Ja, ich kann zu dem Pferd jetzt wenig sagen. Letztes Jahr sicherlich einige guten Formen oder gute Form gezeigt. Jetzt im Programm stehen keine so guten Formen. Ich weiß nicht, wie weit das Pferd ist, aber wie gesagt, da kann ich nichts definitiv dazu sagen.